Dynamik, das ist alles interaktiv rund um diesen großen Verein des FC Bayern München. Und natürlich kann man den FC Bayern jetzt auch als Club der Weltmeister bezeichnen und die Erlebniswelt auch so ein bisschen als Heimat der Weltmeister. Und wann immer ihr die Erlebniswelt besucht, noch heute zwei Stunden nach Spielende noch geöffnet, weil bis zwei Stunden nach Spielende, wenn man sich den ganzen Abfahrtsstress nicht antun will, dann freut euch auf ganz spezielle Installationen, möchte ich nicht sagen, und da machen wir es einfallen lassen, speziell für die sechs Spieler, die man Papa. Und die Erlebnis, weil das ist die direkt bei Megastore. So, gute 20 Minuten vor Spielbeginn. Noch etwas an dieser Stelle, was der FC Bayern sehr am Herzen liegt. Sie alle erinnern sich an den September 2009. Da kam es am S-Bahnhof München sollen zu folgenschweren Ereignissen. Minister Dominik Brunner hat sich da schützend vor ein paar Jugendlichen gestellt, die angegriffen wurden und mussten dafür mit dem Leben bezahlen. FC Bayern, vor allem auch sehr Uli Hoeneß, haben damals alles Mögliche getan, um eine spezielle Dominik Brunner Stiftung ins Leben zu rufen, die seitdem einfach Menschen belohnt, die durch Zivilcourage dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht in Gewalt versinkt und dass da einfach Einhalt geboten wird, wenn Menschen belohnt sind. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht und wir wollen es auch dieses Jahr wieder machen, dass wir stellvertretend für sehr, sehr viele engagierte Menschen in unserer Gesellschaft ein paar persönlich ehren wollen, hier im Stadion. Wir haben spezielle Urkunden. Da ist der Trainer jetzt von Stuttgart. Courage von der Dominik-Brunner-Stiftung, die hier an jeden von euch überreicht werden. Und ich sage es nochmal, Sie stehen hier stellvertretend für viele Menschen, die bei Gewalt in unserer Gesellschaft nicht wegblicken und Zivilcourage zeigen, so wie es Dominik Brunner 2009 gemacht hat. Papa. Cool, ha? Paulina Hoppe. Karl Hoffner, unser Präsident bei Paulina Hoppe aus München. Sie schützte mutig einen Mann, der von mehreren Jugendlichen verprügelt wurde. Paulina.